So, und da fahren wir auch direkt hin. Tja, erstens an Sydneys Stimme habe ich mich so langsam gewohnt und es ist halt, ja. Es ist entspannter. Ich brauche keine Untertitel lesen und man kann einfach auch die Story besser genießen. Auch wenn die Stimmen jetzt nicht so gut sind. Aber man kann sich dran gewöhnen. Kurze Verschnaufpause. Obwohl ich Sydneys englische Stimme wirklich süßer finde, aber ich finde die anderen deutschen Sprecher einfach klasse. Also, die ganze Truppe um Noctis herum hat tolle Synchronsprecher und nur wegen Sydney will ich jetzt nicht die Synchro auf Englisch lassen. Ah, vielleicht ist das. Nee, lese ich nicht. Ist eh nur Zutat. Das Rezept scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Na, da kommt man auch mit dem Auto nicht hin. Na toll. Das ist eine Landstraße hier noch. Da kann man doch locker drüber fahren. Chor scheint irgendwie nie Ups, eine falscher Pause Knopf. zu machen. Ja, erst Insomnia, dann Hammerhead, dann das Königsgrab. Man sollte ihn Chor den Rastlosen nennen. Osmia. Wäre aber nicht so cool wie der Unsterbliche. Der Name erklärt auch, wie er es aus Keep Insomnia your geschafft hat. distance or Ach, der hat einfach nur die. Glück. Das hat nichts mit Glück zu tun. Du denkst doch nicht im Ernst, er Vicious, hätte all seine Kämpfe nur durch Verming, Zufall Vermins überlebt. and B Dangerous Demons? Okay, was steht da? Achtung! Wilde Bestien! Gebiet nur in Begleitung eines Jägers betreten. Meldatius Jägerzentrale. Das stand aber nicht auf dem Schild. Da steht eher gesagt, haltet Abstand oder ihr werdet sterben. Ich liebe den Tod, also. Los geht's mal. Ich liebe die Gefahr, ihr gesagt, den Tod nicht so wirklich. Was? Gegner, Enemies! Schwertschweif! Bleib wachsam. Ah, fuck. Nee. Ist das lästig? Klappe zu! Was? Was sollen wir überhaupt an einem Grab? Es hat sicher etwas mit dem Vermächtnis. 100 pro Schwachstelle, oder? Wir werden es bald rausfinden. Okay, ich bin weiter, weit zu weit weg. Ich wollte gerade auf sie schießen. Aber da sind ja noch mehr. Noct, sag mal, ein Frontalangriff. Ist das nicht zu gefährlich? Na gut, ich greife von hinten an. Alles klar. Und ich folge dir dann, okay? Genau so ist das. Bestimmt knarren, jawohl, ich wusste es doch. Ich hasse fliegende Feinde. Oh, die Waffe ist einfach schwach. Krieg ich nicht bald eine bessere Knarre? Krieg die auch nicht von hinten gerade? Soll ich dir helfen? Ich brauch keine Hilfe. Aber das kann man ja auch irgendwie gerade voll nicht erledigen. Wir sind da. Das ist also das Königsgrab. So, tschüss, Gegner. Hallo, Erfahrungspunkte. Dann wollen wir mal weiter. Boah, geil. Darf ich da jetzt rein oder... Ist das so eine Art Dungeon? Öffne. Bin ich mal gespannt.
General. Ihr habt hergefunden. Gut. Und jetzt? Was soll ich an einem alten Grab? Dir die Kraft deiner Ahnen holen. Sie liegt in den Königswaffen. Die Waffen sind dein Erbe. Dein Erbe. Als neuer König. Als König wovon denn bitte? Dies ist weder Zeit noch Ort für kindische Rebellion. Ein König muss sein Volk schützen. So wie mein Vater es tat. Wie viele starben? Nur damit sein eigener Sohn leben konnte. Noctis, Regis hat getan, was er tun musste. Um sein Volk, dein Volk, zu retten. Mein Volk? Warum hat er mir dann nichts gesagt, verdammt? Er hat mich mit einem Lächeln verabschiedet! Ich war... völlig ahnungslos. Er war mehr als nur ein König. An jenem Tag wollte er einfach nur dein Vater sein. Er wusste, dass sein Erbe, dass du die richtigen Entscheidungen treffen würdest. Hoffentlich hat er sich da nicht getäuscht. Das Schicksal der Lucis liegt in deinen Händen. Holy fuck. Die Königswaffen sind mystische Waffen, in denen geheime Kräfte der alten Könige von Lucis verborgen sind. Sie können nur von Noctis eingesetzt werden. Und der Einsatz zehrt an seiner Alter. Seine Lebenskraft. Sie sind sehr mächtig, doch Noctis läuft schnell Gefahr, in den kritischen Zustand zu wechseln. Es empfiehlt sich, daher stets ausreichend Medikamente zum Heilen von LP zur Hand zu haben, um die verlorenen LP auszugleichen. Mit den Königswaffen sind außerdem keine Kombos möglich. Warum soll ich die dann bitte einsetzen? Die sind doch total nutzlos, wenn die so viele Schwächen aufweisen. Ganz ehrlich, haben die so eine hohe Angriffskraft oder was? Schwert, das war... Ah, deswegen dieses Schwertsymbol wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es hier überall solche Gräber. Aber ich muss nochmal sagen, die Synchro... Deutsch. Wie gesagt, Sydney ist wirklich die einzigste, die... ich finde. Aber Noctis-Sprecher, wow. Also ich fand das jetzt richtig geile Szene und auch geil gesprochen. Also muss man einfach mal sagen und erwähnen, weil da lohnt es sich doch, dann die Deutsche zu haben. Ich werde mir das auf jeden Fall, die Szene bestimmt nochmal auf Englisch oder Japanisch mir anschauen. Ah. Noctis, du wirst dich mit deinen Freunden auf die Suche nach der Kraft der Könige machen. Der Könige. Nicht allzu weit von hier liegt noch ein Königsgrab verborgen. Noch immer sind viele Gräber erhalten. Der Weg zu ihnen ist jedoch äußerst gefährlich. Daher werde ich euch eine Weile begleiten. Ich muss mich erst davon überzeugen, dass ihr auch alleine klarkommt. Wie viele Königswaffen gibt es denn insgesamt? Es gibt 13 luzische Königsgräber, in denen Waffen verborgen sind. Leider sind uns nicht alle Positionen bekannt. Die Meldatio-Jäger sind bereits damit beschäftigt, die verschollenen Gräber ausfindig zu machen. Aha. Und wir sollen jetzt wohin? Zur Kikatrik-Schanze. Tief in den Ruinen wurde ein Königsgrab gefunden. Kikatrik? Wo kommst du denn her? Hallo, Wuffi. Alter, guck da so ein Toti angeschissen. Das sah gerade so geil aus.
gehst du mal aus der scheiß Deckung raus. Aber gut zu wissen, dass man mit einer Schusswaffe automatisch in Deckung geht, wenn man in der Nähe steht. Nein, nicht fressen! Aus, böser Bautzen! Alles heil, Prompto? Danke, alles im grünen Bereich. Aber immer noch besser als die Goblins, die ich vorhin getroffen habe. Die kamen von der Decke und ich habe mich so erschreckt. Boah, das war lustig. Fand ich mega. Lass das, Mann! Was? Lass das? Ich lass das? So. Da ist eine Straßensperre. Ich frag mich, ob ich da zu Fuß durch kann. Beruhig dich, Nockt. Da geht's nicht lang. Ich, ja gut. Storytechnisch kommen sie hier noch nicht weiter, weil sie zu schwach. Vor langer Zeit war dies der Schauplatz heftiger Gefechte mit dem Imperium. Später wurde dieser Ort verlassen und die imperiale Armee begann ihn für ihre Zwecke zu nutzen. Hm. Ein Panzer! Imperiale Armee! Was war doch Schwachpunkt von den Schusswaffen? Okay. Ich treffe voll nicht! Ich muss näher ran. Wie sollen wir denn da durchkommen? Wenn ich das mache. Wow. Und wir sie direkt durch, oder wir schleichen um sie herum. Wow. Sorry. Mach dir nichts draus. Konzentriere dich auf den Kampf. Verdammt, ich brauche eine andere Waffe noch. Für die brauche ich ja mein Dolch. Warte mal, wo ist die Königswaffe? Sie hier irgendwo drin? Maschinerie. Da sind sie. Aber das Schwert eines Königs, der eine mächtige Wall errichtet, um sein Reich zu schützen. Das ermöglicht Warp-Angriffe, um Feinde zu überraschen. Ey, das will ich jetzt mal ausprobieren. Nee, ernsthaft. Breitschwert brauche ich ja gerade nicht so wirklich, aber das will ich jetzt mal ausprobieren. Königswaffe. Feind von hinten an. Ich bin fast tot. Nein. Hat er gerade Sieg heil gesagt? Alter, diese Dolche, die sind so krass stark. Ist okay, Noctis? Aber sicher. Und sie? Unverletzt. Meine Schusswaffe an sich ist eigentlich gar nicht mal so der Witz. Okay, der Angriff ist nicht stark, aber wo ich diesen Warp-Angriff gemacht habe, also diesen, wo ich ja die Waffe auf ihn schmeiße und dann BÄM! Hat über 2000 gezogen oder in der Nähe von 2000. Also, je näher man ist, desto mächtiger ist natürlich eine Schusswaffe. Aber hast recht, die war wirklich... Aber ist gut für Fernkampf. Also gegen die fliegenden Gegner zum Beispiel... Beste Waffe. Aber ich brauche eine bessere Schusswaffe. Ganz eindeutig.
Vielleicht gibt es auch bald Schrotflinten? Schrotflinten wäre nice. Ah. Einfach mal abkürzen. What the fuck? Scheiß auf die! Rein da! Alter! Nein, eine Höhle! Was ich auch so geil finde, man muss erst in eine Höhle reingehen. Ich denke, ihr kommt fürs Erste allein klar. Nehmt diesen Schlüssel hier. Eröffnet die anderen Königsgräber. Verlasst euch aufeinander. Eure ganze Stärke bringt euch nichts, wenn ihr nicht zusammenhaltet. Und was machst du jetzt, Kor? Ich werde die Niffen weiter beobachten und unsere nächsten zuschlagen. Macht euch keine Gedanken. Ich komme zurecht. Vorhang auf. Okay,